Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge LS19 auf der Felsbrunst. Das Feld hat man ja gedüngt, das Feld angesät. Gedüngt, so weit bin ich da noch gar nicht. Jetzt müssen wir hier auf das nächste Feld. Wollen wir die Sämaschine, Sämaschine einheben, so rum wird eher ein Schuh draus. So. Wir können fahren weiter mit deinem Automobil. So, jetzt müssen wir hier 4-5 Runden Vorgewende ziehen, würde ich mal behaupten. Dann müssen wir hier mit der Straße ins Gehege kommen. So, los geht's. Quält er sich den Berg hoch. Aber was will ich machen? Kann ich momentan nur gucken zu. Jetzt wird es also ein bisschen schneller. So, und weiter geht's. So. Ausrichten. So, das müsste halbwegs auf Kurs sein. Danke. Na, komm, das schaffst du. So, das war die erste Runde vom Vorgewinn. Die 4 bis 5 solche Bahnen müssen wir ziehen. 3 Meter Arbeitsbreite haben wir, bei 4 Bahnen sind wir bei 12 Metern. Circa. Sagen wir 10 Meter. Aber 5 Bahnen sind wir bei 13, 14 Meter. Komm, du schaffst das. Los, zieh. So. Ja, komm. So.
So, mal gucken, schaffen wir die Drehung. Nicht ganz. Nicht ganz. Aus der nächsten Runde müssen wir sie schon fast schaffen. Ohne dass wir halb die Felswand hochkraxeln müssen. Dass wir hier so gut wie möglich kommen, weil so näher ich am Hof rankomme, habe ich ein bisschen FPS-Probleme. Ich denke mal wegen den Gerätschaften, die da so rumstehen. Das ist deswegen ein wenig rumstresst. So. So, nächste Runde. Runde 3. Aber unten brauchst du halt Bohrballen mehr, weil... Man ist sozusagen quasi als auch. Du schaffst das schon. Wird doch schon ein großer Fan. Ich muss mal gucken, ob es dann reicht für Euro und runter Bahn, aber bis jetzt bin ich noch nicht überzeugt. Nach 2 Runden, also 4 fahre ich Minimum, wenn ich auf 5. Solltest du aber, oder? Ja. Ich muss immer so ein bisschen ranscrollen, damit ich die Reichweite vom Hof nicht so extrem drauf habe mit. So. Das reicht noch nicht zum Lenken, richtig. Machen wir mindestens noch eine Runde. Los. Zieh. Er hat ganz schön zu kämpfen. Der hat sie knabeln ganz schön. So.
und let's go. So, weiter geht's. Fresst ihr meine Samenkörner hier oder wie? Ihr spinnt wo, ja. So. Mit 8 km/h kämpfen wir uns hier den Hang hoch. Alles. Muss man genau gucken, dass das halbwegs mit der Flucht stimmt, damit ich mir dann nochmal nachbessern müssen. So, jetzt haben wir's. Hallo, es kann auch mit dir. So, und rum. Ja, ich glaube, Romeo. Und da rennt das Teil so fies. Und so locker 10 km/h mehr. Und war dumm, geht wieder.
Sagen wir, größte Fläche. Längs wäre ich ja noch mehr adlig. So sind es vielleicht nur 7, 8 mal hoch und runter. Sag mal 8, maximal 10 Bahnen. So. Das ist jetzt Bahn Nummer 1. Die Zeit angehoben. Ne, passt. Gut. So. Und los. Mit Bahn Nummer 2. So, und von hier. So, und den Spaß. Ich habe vorne alles gehoben, das ist immer schön. Upsala. Kann ja mal passieren. Mindestens, ach egal, ich habe vergessen zu zählen. Habe ich vergessen zu zählen, müsste jetzt die vierte oder fünfte Bahn sein. Ist ja egal. Ich bin jetzt in der Situation, wir haben es fast geschafft. So, wenn du jetzt so Pläne hast, dann macht man halt so rum. Das ist mir doch egal, ob links rum oder rechts rum.
Hauptsache, wir schaffen es bis hoch. Habe ich meinen Kerl schon gekauft? Ich habe schon mal viel gekauft. Aber langsam könnte ich echt mal den Schlapper und kurz sauber machen. Es wäre aber eine Errungenschaft, sagen wir mal so. Aber ich glaube, ich hätte mir sowas noch nicht angeeignet. Weil ich noch nicht wusste, wohin ich das Teil stellen will. So war's. Oh, ja. So, jetzt. Mach den zu schätzen noch knappen einen Strang noch runter. Den einen Strang noch runter. Hoffe ich doch mal, dass das reicht. Und dann haben wir es geschafft. Ich überlege gerade, wenn ich einen Kärcher kaufe, wo setze ich den hin? Fragen über Fragen. Das ist alles gar nicht so einfach. So, upsala. Mal so. So, jetzt hier rum. Jetzt haben wir's. Ich könnte vorne beim Zelt hinsitzen, Kärcher oder hier beim, na, sag schon, beim Silo. Ich muss die Engine zwei stellen, wo er gut passen würde und ohne groß im Weg steht. Ich werde ihn, denke ich mal, beim Silo hinsetzen. Da so an die Ecke. Oder hier vorne. Wir gucken mal in der Garage, aber einen Kärcher dürfte ich noch nicht haben. Ne. Ne. Zurück. Müsste hier sein. Die Werfe. So. Interessant, das ist von hier so hin. Das ist auch falsch umgedreht. So. Ich wollte jetzt gar nicht speichern. So, aber wow, die Maschine schon mal säubern. So. Schon ganz viel Schmand und Schmutter runter. Ist ein bisschen leicht plissiert, aber das ist egal, die Plissuren. So, und let's go hier rüber. So, jetzt hier oben.
Setzen wir hier zurück. So, nee, so war das hier. So war das gut. So, jetzt wird den Tank mit reinschmeißen. Da drüben noch anschnell das Feld zu das letzte Mal zu düngen. So, Deli. Klappen wir aus das Gestänge. Und Quarstein rüber, ganz ein Stück rüber. So, jetzt geht es, würde ich sagen. Und los geht's. So. Schön mit 13 km/h und fahren wir schon wieder schief. Ach mein. Wann kommt das GPS? Ich brauche es so dringend. Ich kann nicht gerade fahren. So, aus Zeitgründen fahren wir jetzt hier wieder hoch zu. Oh, schafft er 13. Ist gut. Ich kann mal langsamer hochziehen, so wie runterziehen, da passt das. Dachte ich, würde noch mehr einbüßen, aber nee, das tue ich denn. Los! Da haben wir's, Ende in Sicht. Sieht es gut aus, dass wir beide Seiten gut erwischen. Das sieht sehr gut aus. So. X. Da kommt, klappt das Gestänge zusammen hier. Jetzt. So, aber ich komme jetzt erstmal zum Ende für diese Folge. Wenn euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Ich bin raus. Ciao, ciao. Sagt euer Yasuo.